Ja, grüß Gott, Madel und Burm, hier ist wieder der Peter von Barbecue Alt Perlach und es wird immer frühlingshafter. Und wir haben heute ein wunderbares Gericht gemacht aus dem Dutch Oven, nämlich das folgende hier. Spanferkelbäckchen in Sherry, eine wunderbare Sache. Und wie wir es gemacht haben, das zeige ich euch jetzt, aber da fangen wir erst einmal gestern an. Ja, was brauchen wir jetzt alles für unsere Spanferkelbäckchen in Sherry? Wenn ihr keine Spanferkelbäckchen kriegt, macht das einfach mit Schweinebäckchen. Und wir haben hier vor uns die Spanferkelbäckchen. Da sind sie schon. Wieso habe ich eigentlich Hochdeutsch gehört? Also, da sind schon. Das sind ungefähr 1,6 Kilo. Genauen Angaben wie immer nachher im Rezept unterm Video. Dann haben wir hier gelbe Rum. Serrano-Schinken, Zwiebeln. Hier drüben haben wir ein Sherry, ein Medium. Da vorne ein Lorbeerblatt und Knoblauchzehen. Ein Lorbeerblatt sind das wohl. Hier ist drin Rosmarin und ein paar Pfefferkörner. Dann brauchen wir aber erst morgen Bio-Hühnerbrühe und Olivenöl. Warum brauchen wir das erst morgen? Weil wir heute marinieren und das Ganze dann über Nacht machen. Und jetzt legen wir los. Unsere Bäckchen wandern jetzt in eine große Schüssel. Wir haben es Wandertag, gell? Dazu kommt der Sherry. Und zwar kein Glasl, sondern so eine Flasche. Da habe ich nicht einmal was für mich abgenommen. Dann nehmen wir unsere Möhrchen dazu, den Serrano-Schinken, Zwiebeln, den Rosemary und den Pfeffer, Lorbeerblätter, die Knoblauchzehen drücke ich bloß auf. Und ihr seht schon, ich habe meine Spanferkelbäckchen Marinierhandschuhe auch. Wenn wir das da so ein bisschen durchmischen. Spassel, es riecht sehr gut. So nach Sherry, weißt du? Meinst du, das geht so? Wichtig ist dieser Anschluss. Weil ohne den geht es gar nicht. Das wandert jetzt in den Kühlschrank. Über Nacht und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Das heißt, jetzt ist der Tag danach, gell? Und das wird dann oft in Hollywood so gekrisselt gemacht. Vielleicht mache ich das auch noch beim Schneiden. Jetzt schaut mal her, haben wir hier unser schönes Fleisch mariniert. Was hast du gesagt? Es riecht nach Zwiebelsherry. Genauso ist es. Jetzt müssten wir dort das Fleisch rauskriegen. Und zu diesem Behufe haben wir hier ein Fleisch-Rauskrieg-Gerät. Und da tun wir jetzt mal die Marinade rein. Mitsamt dem Fleisch. Weil wir nämlich die Marinade und das Fleisch trennen. Den Sud werden wir dabei auf Seiten stellen und jetzt holen wir das Fleisch raus. Möglichst halt so, dass da nur das Fleisch drin ist. Das Gemüse und den Schinken lassen wir da weiterhin dort drinnen. Erst tut man es rein und dann wieder raus. Yippie-ki-yay, Schweinebacke! Bei Schweinebacken ist das natürlich weniger zeitaufwendig, gell? Weil die größere Backen haben. Das sind ja Bäckchen. Unsere Bäckchen haben wir hier. Die müssen wir jetzt einigermaßen trocken tupfen. Und dazu lege ich die nach einer ersten Tupfung hier mal da in so eine Zwischenschüssel. Jetzt tupfe ich die einfach nur mal trocken. Habt ihr gesehen, was wir hier für ein Bäckchen-Tetris gemacht haben.
Und dann werden wir die ein bisschen einsalzen. Und pfeffern. Da langt es, wenn ihr es auf derer Seite macht. Und jetzt heizen wir unseren Topf an. Jetzt haben wir hier einen Schwung Kokoko Cubes angeheizt. Wir haben zwar einen Topf mit Beinen, aber trotzdem hier unser Kreuz drauf, weil dann steht er da schöner drüber. Und jetzt lassen wir ihn mal warm werden. So, in unserem Topf der haben wir jetzt Öl. Wir lassen das kurz heiß werden. Topf gerade gestellt und rein die Bäckchen. Ich mache das lagenweise. Bei unserer Menge auf ungefähr 3 Mal. Die werden wir jetzt von jeder oder von allen Seiten anbräunen, jeweils so ungefähr 2-3 Minuten pro Seite. Wir bräunen die jetzt alle gemütlich an und dann melden wir uns wieder bei euch. Und die nächste Runde. Jetzt ist der Topf natürlich auch noch um einiges heißer. Sehr schön. Und raus damit. Bäckchen raus. Ganz bisschen Öl noch dazu. Und jetzt tun wir quasi das Gemüse und den Schinken da zurück und rösten das einmal durch. Wenn das hier schön angeröstet ist, darf unser Fleisch wieder zurück. Ich werde das auch mal wieder durchrösten. Nicht rösten, durchmischen. Und jetzt kommt da unser Marinade drauf und die Hühnerbrühe, wo ich euch gestern gesagt habe. Wo ich euch gestern gesagt habe. Das ist bestes Bayerisch. Ja. Ich liebe Marinade, die nur aus Sherry besteht. Eigentlich die beste, gell? Das war die Brühe. Schauen wir, dass das alles schön bedeckt ist. Und dann der Deckel drauf. Da kommt ja schon der Deckel. Und das tue ich jetzt einmal kurz weg, mein Töpflein. Weil wir jetzt ja, so die Hälfte von den Kohlen nach oben deren. Und dann kann es gemütlich vor sich hin schmuggeln. Und dann haben wir nochmal einen kleinen Ring gemacht. Und das gleiche oben auch. Und drauf. In einer Viertelstunde bis halbe Stunde schauen wir wieder rein. Wie lange wird das Ganze brauchen? Kommt darauf an, wie groß eure Spanferkelbäckchen sind oder Schweinebäckchen. Wir wollen halt, dass sie schön weich sind. Und deswegen machen wir jetzt keine Zeitangabe, sondern checken das immer mal wieder nach. Habt ihr es gehört? Da war wieder Feuerwehr. Ja? Das sind wahrscheinlich wieder von der Keller. Ja, hat nämlich jemand gesagt, immer bei euch ist Blaulicht und Sirene. Sirene ja, Blaulicht wissen wir nicht. Wie ihr seht, haben wir inzwischen hier einen
Torten ringsherum verstellbaren als Windschutz hin. Und jetzt schauen wir mal rein. Nicht in den Tortenring, sondern in unseren Hofer. Ja, das passt. Ein bisschen Asche dazu, gell? Also es passt wunderbar so. Ins Rezept schreibe ich euch dann auch Temperaturangaben, falls ihr es auf dem Ofen machen wollt oder auf dem Herd. Und ungefähr wie viel Briketts wird noch machen. Ja, jetzt muss ich ein bisschen improvisieren, weil die Kirsten hat kurz weg müssen. Und jetzt ist so insgesamt eine gute Dreiviertelstunde, fast Stunde vergangen. Und jetzt schauen wir mal miteinander rein. Da muss ich jetzt bloß noch mal die Kamera andersrum hinhalten. Jetzt lupfen wir da mal ein bisschen. Und super. Sieht sehr gut aus. Ich mache gleich wieder zu. Ja, und so in einer Viertelstunde, wenn die Kirsten wieder da ist, dann schauen wir da mal miteinander rein und schauen mal, wie weit das Fleisch ist von der Sanftheit her. Also, ob es schon schön weich ist. 1,5 Stunden sind vergangen. Meine Frau ist wieder zurück. Hab schon gesagt, dass du weg warst. Und jetzt lupfen wir. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich probiere zum einen die Sauce und zum anderen schauen wir mal, wie weit die Bäckchen sind. Fleisch lässt sich mit der Gabel zerteilen. Sehr intensiver Geschmack. Wir lassen das Ganze jetzt offen, noch ein bisschen kochen. Ich möchte, dass die Sauce noch ein bisschen eindickt. Und deswegen geben wir jetzt alle Kohlen nach unten und lassen den Dutch Ofen offen weiter köcheln. Und den Kopf lassen wir auch offen weiter köcheln. So, Umbaumaßnahmen abgeschlossen. Und wie gesagt, erst lassen wir hier ein bisschen einkochen. Wir diskutieren gerade mal kurz zwischendurch, ob ich mir jetzt die Haare wachsen lasse und dann so einen Rentnerzopf hinten mache. Oder kurz wie immer. Da könnt ihr es mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was besser ist. Machen wir das so? Sie lacht. Das eh du. Ja, aber wenn ich sage, schneiden wir da, sagt sie, ja. Also, ich glaube, meine Frau tendiert auf lange Haare und Zopf hinten. Ich tendiere, mal, was? Wie früher mal. Ja, aber da war ja jung und. Jetzt bin ich ja nur noch und. schauen wir da nochmal rein. Und es schaut gut aus und ich erkläre das jetzt für fertig. Jetzt richten wir es nochmal schön an, gell? Soll ich vielleicht eins probieren? Butterzart, das ist auch ohne Zähne machbar. Das riecht man an und dann sagen wir es euch nochmal. Saugeil. Ja, und so schaut es dann aus, wenn es fertig ist. Unsere wunderbaren Spanferkelbäckchen in Sherry. Ich schnapp mir noch eins von der da. Kannst du, sag ich euch einmal, zerrupfen? Das ist eigentlich das ja Pult-Spanferkelbäckchen. So, Riesensauerei. Aber saugeil. Ja, und dann habe ich natürlich noch das Getränk. Ich habe ja vorher gesagt, es wird Frühling. Da dazu Sherry drin, haben wir lange überlegt und sind darauf gekommen. Ein 2020er Lugana vom Gardasee kommt der. Und da waren wir vor einer Woche und da hat Kirsten die mitgebracht. Was hast du bezahlt? 4,69 Euro in Italien. Erkennt man immer an der Steuerbanderole. Ja. Sehr leicht, wenig Säure. Bisher fand ich ihn immer sehr fad, aber der ist eigentlich. Meinst du, je öfter man es trinkt, desto besser wird's? Schön eiskalt. Also, bin kurz davor, den Lugana wieder gut zu heißen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr das Video gut heißt, einen netten Kommentar da lasst und einen Daumen nach oben. Abonnement hier oder drüben bei Camp und Grill. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut. Arrivederci und bis bald. Schön glänzt in der Sonne. Das ist aber meine. Schau mal, wie der schön fliegt in der Sonne. Passt wirklich gut dazu. Sag nichts mehr.